Schönen guten Tag. In diesem Video geht es darum, wie man die besten Waffen im Bergbiom von Patch 4 von Enshrouded findet. Ja, wo befinden wir uns denn jetzt erstmal? Wir befinden uns relativ weit im Norden. Hier unten ist die Warte, nördlich hoch und dann Richtung Osten. Hier ist die Leuchtfeuerfestung Stahlherz. So, hier habe ich mich auf diesem Vorsprung habe ich mir so ein Altar gestellt, damit man sich immer wieder hinporten kann. Gerade so, dass der weit genug weg ist, um diese Kiste immer wieder öffnen zu können. Hier finden wir Waffen ab Level 35 drin, wenn die legendär sind, natürlich bis 40 upgradebar. So, das ist aber nicht genug. Eine silberne Kiste ist ja noch gar nicht so interessant. Jetzt geht's richtig los und zwar müssen wir jetzt runterfliegen ins Miasma. So, das ist eine relativ kurze Strecke, die wir hier runterdüsen. Es geht ja auch immer so ein bisschen um zeitliche Effizienz, weil hier unten drin gibt es eine goldene Kiste mit Diamantenversatz, also mit Edelsteinversatz, also die der höchsten Gattung, sag ich mal. Und hier finden wir dann tatsächlich, ja, hier sehen wir es, bis 40 auch upgradebar, einen Zauberstab. Einfach wieder rausflitzen. Wenn man es natürlich effektiv machen möchte, könnte man jetzt einfach zurück ins Hauptmenü und das Ganze wiederholen. So würde man dann schnell an seine Ausrüstung kommen. Warum habe ich den Platz hier gewählt? Ganz einfach, es ist relativ selten, diese goldenen Kisten mit Diamantenversatz zu finden. Und die haben halt die höchste Chance, eine legendäre Waffe zu droppen. Ich hoffe, das Ganze konnte euch helfen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst mir gerne ein Abo da und schaut auch mal auf Twitch vorbei. Ciao, ciao.